Verbtraining B1. Verben mit der Vorsilbe ein. Einkaufen, das kennt jeder. Einladen, einpacken. Los geht's. Kurze Informationen über die allgemeine Bedeutung der Vorsilbe ein. In etwas hinein, wie bei einpacken. Oder der Beginn von etwas. Einschalten, einschlafen. Oder zu sich her. Etwas holen, einkaufen, einholen. Das sind die Grundbedeutungen. Beginnen wir mit einkaufen. Einkaufen hat meist kein Objekt. Es geht darum, dass ich viele Sachen kaufe. Sonst genügt einfach nur kaufen. Ich kaufe ein Fahrrad, ich kaufe ein Sofa, ich kaufe ein Kilo Tomaten. Einkaufen, da habe ich viele Dinge in meinem Warenkorb oder im Einkaufswagen. Wann kaufen Sie ein? Meistens kaufen wir am Samstag ein. Das Verb ist trennbar. Du brauchst nicht mehr einzukaufen. Ich habe schon eingekauft. Beim Perfekt ist das G in der Mitte, beim Partizip 2. Die Verbraucher kauften dieses Jahr mehr ein als im Jahr zuvor. Einladen mit Akkusativ. Wen lade ich ein? Wir laden euch herzlich zu unserer Hochzeit ein. Karin hat eine neue Wohnung. Sie hat uns zu ihrer Einweihungsparty eingeladen. Die Stadtverwaltung lud alle Bürger zur Bürgerversammlung ein. Einpacken. Frau Kunz packt ihre Schwimmsachen ein. Sie will zum Schwimmbad gehen. Der Schüler hat alle Hefte und Bücher eingepackt, die er für den Unterricht braucht. Die Bluse gefiel Sandra nicht. Sie packte sie wieder ein und schickte sie zurück. Eintragen und Akkusativ. Jeder Teilnehmer trägt seinen Namen in die Anwesenheitsliste ein. Ich habe mich für die Mithilfe beim Schulfest eingetragen. Auch in eine Liste. Die freiwilligen Helfer trugen sich in die Listen ein. Einnehmen. Ich kann Raum einnehmen, Geld einnehmen oder zum Beispiel Medikamente einnehmen. Das Sofa ist sehr groß und nimmt viel Raum ein. Wir haben beim Weihnachtsmarkt Kuchen verkauft und viel Geld eingenommen. Die Firma machte in diesem Jahr gute Geschäfte und nahm viel ein. Einschalten. Meine Lieblingssendung kommt im Fernsehen. Da schalte ich natürlich ein. Ich habe die Kaffeemaschine eingeschaltet. Gleich gibt es frischen Kaffee. Die Dokumentation war langweilig. Nicht viele Zuschauer schalteten ein.